Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Hofberg, mal mit dem Party und Paul. Hallöchen. Hallo. Hallo. Wir sind hier jetzt am Kleemähen oder Häckseln, ja, wie auch immer. Wir werden jetzt aber gleich mal gucken, was denn der Paul so macht mit seinen Kartoffelkäs. In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal ein bisschen nebenbei um die Köber. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt Klee-Silage draus. Ja. Obwohl wir kein, wie heißt der Mod nochmal? Mais Plus haben, ne? Ja. Weil das ist, kommt ja eigentlich so ein bisschen immer zusammen. Diese das zwei ist eigentlich Sachen. Alles Silage. Ein und die gleiche Silage. Silage, aber hätten wir auch Gras ansehen können. Warum haben wir dann Klee gemacht? Der Abwechslung halber. Okay. Ja, ich glaube, wir haben dann noch die drei, ne? Ja. Ja. Gut. Übrigens, Klee und Luzerne kommt auch auf die Galgen. Ja. Ja, bitte? Werner, du bist noch nicht ganz fertig mit deinen Hühnerfutter-Bigpacks. Das kann sein. Sehe ich hier gerade so. Aber wie definierst du fertig? Naja, da hängt noch Weizen im Abfüllgerät. Ja, ich glaube, weil es nicht mal für ein Pickback gereicht hat. Da steht noch ein voller drunter. Dann war es nicht der Grund. Das könnte auch gewiss. Jetzt muss ich trotzdem mal kurz gucken, was Paul da macht. Oder der Panther bei. Ja, kannst gerne probieren. Hast du ihn gerade durch die Gegend geworfen? Nein. Ja, der ist voll. Wie soll ich ihn probieren? Ja, eben. Bah, wie kann man denn nur so sein? Mann, ey. So böse. Wo hast du die Kartoffeln jetzt hingeschüttet? Ins Lager. Okay, cool. Alter, ich hör, wie die Häschen unser Heu auffressen. Warte, warum brauchst du nur schon wieder mal Kraft? Ja, weil ich die Beine hier wegräumen muss. Ja, dafür haben wir Teleskoplader. Hält's davon. Halt, komm her. Jetzt geh weg. Also los. Halt, komm her. Patti ist da. Also, glaube ich, in ganz BG ist Patti der unrealistische Spieler, den wir haben. Das ist nicht wahr. Wer ist denn. Wer. Einen Name, der noch unrealistischer ist wie du. So, haben wir gedacht. Ich nicht. Mhm. Paul! Nee. Was? Paul ist bei weitem realistischer unterwegs als du. Ach was. Frechheit. Schweizer. Ja, okay. Schweizer nur in Kombination mit dir, ja? Nein. Also alleine kannst du den Schweizer wirklich gut haben. In Kombination mit dir ist es leider schwierig. Das sehe ich jetzt nicht so. Naja, das ist schwierig, ist aber auch noch nett ausgedrückt. Der Schuldige sieht das immer anders, weißt du? Das ist halt so. Ich erinnere an die letzte Folge der Italia. Was war denn da? Ja, guck sie dir an, die ist noch online. Na gut, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, der Ritchie ist jetzt auch nicht unbedingt der Ultra-Realismus. Das ist richtig, aber den Ritchie kannst du für ein paar Folgen haben, das ist witzig. Ja. Ab zwei Wochen wird es ein bisschen stressiger, aber es ist trotzdem noch witzig. Ab zwei Wochen wird's kritisch. wo habe ich denn die Big Bags hingepackt? Weiß das schon gar nicht mehr. Weiß nicht. Achso, Patti hat letzte Woche noch ein bisschen Dingens angesetzt, Kompost. Ah. Dass nur er das Silo wieder aufmachen kann. Yay. Du hast das Glück beim Gas überladen. Stimmt, aber ey, Paul war nicht da, ich habe auch überladen können. Echt? Ja, ich habe letzte Woche einen LKW nicht ganz voll, aber fast voll verkauft. War der noch voll? Da war noch gut. Was war denn das jetzt gerade, Patti? Ich weiß es nicht, ich bin bloß in den Fenden eingestiegen. Es war noch was drin, aber ich habe noch ein bisschen nachgefüllt. Ui. Ach naja, hier Ladewagen und Göber zusammen, die Schrott ein bisschen bewegt, glaube ich. Ich wollte noch so nett sein und den Telelader oder den Tieflader. Sehr gut. Späte Einsicht ist doch da, ne?
Ich glaube, er hat dich gerade beleidigt, Paul. Was? Mich? Mhm. Ihr seid doch am Hampeln. Ich hab mit mir nichts zu tun. Das Tor nicht auf, das ist zu schwer für mich. Was? Das Tor bei den Hühnern geht nicht auf. Bist du nah dran? Tatsächlich, es war zu nah dran. So. Hast du das vor deinem Ruder ausgesehen, dass da noch ein Big Mac drunter stand? Ich war ja gerade abladen. Ja, da ist ja der Kartoffellager. Korrekt. Wo hieß du denn in der Salatkiste? Hier werde ich gleich den Häschen reinwerfen. Dann machen wir dazu. Wie sieht es mit den Eiern aus hier? Sehr gut. Warte mal, hier machen wir zu und hier nicht. Das passt aber auch nicht, oder? Jetzt geht die Tür schon wieder nicht zu. Ist denn das? Nö. Die geht auch nicht zu. Na gut, das ist offen. Hast du irgendwas in die Hand genommen, als wir die Mehrkraft ausgemacht haben oder so? Nee. Das hängt manchmal auch damit zu tun. Ich hab's ja gerade schon mal öffnen können, wo ich habe. Damit zu tun. Was? Nix, Paul. Das war jetzt grammatikalischer Wortgulasch vom Feinsten. Du zum. Lass mich in Ruhe, du bist ein richtiges Gulasch, ist nichts einzuwenden. Ich habe vorhin nur eine Stunde geschlafen. Viel zu wenig. Warum tust du denn so? Ja, weil ich aufwachen musste. Ach so! Sonst hätte er weitergepennt wie letzte Woche. Ja, ich habe mir extra zwei Wecker gestellt. Zwei Wecker? Okay, das Tor geht auf und zu. Ich merke so langsam, dass ich in den Schlafrhythmus von älteren Leuten komme. Ui. Ich wach jeden Morgen um 7 auf, spätestens. Das ist echt scheiße. Ja, Schlimmeres, ne? Naja, also Samstag, Sonntag muss es nicht unbedingt sein. Machst du das ordentlich, Paddy? Da ist eine Maschine, hallo! Irgendwie passiert nämlich noch komische Dinge mit der Göbel. Guck mal her, ich wollte dir den gerade auf den Kopf fallen lassen. Ja, ich gehe besser, weil das, was du machst, ist sehr gefährlich hier. Ach was. Das passt nicht, Paddy. Oh, jetzt versucht das mit Gewalt. Nein. Gleich explodiert hier irgendwas. Ui, da fein gemacht. Ich kann, wenn ich will, ja? Du willst nur nie, okay, verstehe. Ist okay. Jetzt kommst das du hinter dein Geheimnis. Ist immer so anstrengend. Das Einfache ist immer lieber. Das ist immer, ja. Ja. Deswegen sieht es einfach gut aus, es ist einfach alles voll mit einem Symbol. Das ist halt Silage, ne? Sind überall die Ballenlager platziert. Fällt mir gerade so ein Lied ein, ey. Was für ein Lied? So wie früher. Aber ich will nicht näher drauf eingehen. Ah ja.
Gerne, wenn du gerade nicht viel zu tun hast, darfst du mir gerne mal den Kartoffel-LKW lernen. Mach ich gerne, wenn ich Zeit habe. Mach das wirklich gar nicht. Ich verarsche ihn nicht, aber. Ja, ja. Momentan habe ich zu tun. Ah, bist du wieder da jetzt? Lass mich zumindest die Bahn noch fertig fahren. Okay. Was? Alles gut. Wir haben das hier im Griff. Man hört's, ja. Sieht sehr elegant aus, ich warte immer hinterher auf Chippet. Ist so ein Hündchen, wenn ich mit dem Gutti-Ding vorne weggehe. Treffe ich da rein oder ist das Rohr zu lang? Müsste passen. Oh, jetzt häng ich mich gleich auf wahrscheinlich. Du hängst dich auf, nicht ich. Oh, ich war gerade vorbei. Bin hier feinsäuberlich ausgewichen. Du nicht. Ja, mit dem langen Rohr ist das schwierig. Dass man mit dem langen Ding nicht umgehen kann. Nee? Was? Das hat man gekonnt nicht mitgekriegt. Gott sei Dank. Mit langen Dingern nicht umgehen? Weiß ich nicht. Ich hab sonst weniger die Probleme mit langen Dingern, mit Stromleitungen. Paul? Ja? Hast du Apple oder Android? Apple. Okay. Ich mag Android nicht. Das ist mir zu umständlich, das Betriebssystem. Wieso fragst du? Wenn ich jetzt gewechselt bin von Android auf Apple. Und bereust, dass du es nicht schon früher gemacht hast? Ja. Ich muss zurück! Da fällt mir der kleine Junge aus dem Bus wieder ein. Ich muss hier raus! Kommen Sie! Ah, ich bin im Wald rein, ich muss ein bisschen warten. Unterwegs. Ja. Ich habe mittlerweile mein 4. iPhone, glaube ich. Ich hatte auch mal vor Jahren ein iPhone, bin dann aber wieder zu Android zurück, aber irgendwie war nicht so, wie ich mir das erwartet hatte. Ich habe damals mit 4S angefangen. Ah ne, das 4er war es allererst und dann das 4S. Boah, das ist schon ein Jährchen her. Ein Jährchen? Ein paar Jährchen. Ich habe es jetzt aktuell tatsächlich geschafft, durch Baustellen und sonst was tatsächlich mal einen Bildschirm zu schrotten. Oh. Ich habe das ja immer dabei und ich habe es auf dem Traktor und sonst überall immer rumgeschmissen und sonst was, aber ich habe es jetzt tatsächlich mal geschafft, dass ein Bildschirm einen Schuss kriegt. Mhm. Ich müsste jetzt mal den neuen einbauen, der liegt hier schon rum, aber er fliegt nicht von selber rein. Schwierig. Das war mein allererstes iPhone, das 3GS. Ich hole das aus der Packung raus und das rutscht mir runter und klatscht auf den Fliesen. Oh nein! Wie in dem Video. Oh. Ja, wie gewonnen, so zu gewonnen. Du konntest gleich erstmal einschicken, einmal Display-Tausch. Das Handy ist 2 Tage alt. Ja, ich weiß. War eine Mutprobe. Das war keine Mutprobe, das war tollpatschig gar nicht. Das war Party Life. Ja. Ja. Wie gesagt, einfach aus die Verpackung aufgemacht und so flupp. Zeitlupe. Oh. Weißt du, bei den alten Nokias wäre es wenigstens so gewesen, dass die Fliese kaputt gewesen wäre. Nö. Ich habe heute im Apple Store, oder im App Store heißt das ja, habe ich ein Ding jetzt gesucht, einen Klingelton, ne? Und da konnte man den alten Nokia-Klingelton kaufen für 1,50. Diesen. Genau den. Alter.
Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ne, ich habe ihn nicht gekauft, ich habe nur gesehen. Ich habe schon 95% Motor am Rande, ne? Ja, so ein bisschen geht noch, so ein Meter oder zwei, ne? Ja. Sehe doch die Anzeige unten links, Patti. Ist doch alles okay. So, Paul, jetzt habe ich Zeit für den LKW. Super, ich bin schon wieder fast voll. Hier ist eine Einfahrt, wäre geil, ne? Aber der Zaun ist wirklich. Ich habe das schon geguckt. Der ist brachial, der Zaun hier. Eine Einfahrt in die BGA rein, oder was? Ja, von der Seite. Warum? Nur weil es kürzer wäre. Du musst doch eh zum Kartoffelsilo. Ja, weil dann könnte ich schön durchknallen. Ja, aber ob du jetzt durchfährst oder 5 Meter weiter rechts aber dran vorbeifährst. Aber die 5 Meter, ne? Das ist. Denk dir mal, wir machen hier die Mais drauf. Du musst das so oder so fahren. Denk dir mal, wir machen hier Mais drauf. Ja, da steht halt die Göwald hier so. In der Nähe. Außer man lässt die Party aufbauen, dann steht sie weiter weg. Da steht sie wo? Ja. Oder bei der Brauerei. Ich wollte, glaube ich, mein Mikro lauter machen. Dein Mikro lauter machen? Kannst du den Stuhl leiser machen? Das funktioniert nicht. Ach. Das funktioniert nur, wenn ich einen neuen Stuhl kaufe. Ich ja, jetzt hat es erstmal einen neuen Bildschirm gegeben, ne, Patti? Also. Ja, richtig. Hast du einen neuen Bildschirm? Ja. Ui. Patti ist doch ausgerüstet, da kann doch auch nicht beim Angebot vorbeigehen. Auch so ein Mörderteil oder normale? Der zweite 32 Zoll Monitor, der jetzt vor mir steht. Alter. Ja, also bitte. Ich habe eine technische Frage, wo mache ich die Kartoffeln hin? Das Kartoffellager? Ja, aber wo geht das rein? Nebenan? Ich oder glaub, das eine ist Rüben und das andere so Kartoffeln. Genau. Steht das dran? Aber die Kartoffeln sind das Kartoffellager und das andere die andere Seite. Halt, du bist so klug. Ah, ich weiß. Ich hatte eine 50-50 Chance. Ja, du hast 50-50 verkackt. Ja, immer so. Ich hab ein Händchen dafür. 50-50 ist bei mir immer falsch. Egal wie. Ich sehe schon, ich bin ja nicht erwünscht, ich gehe wieder. Jetzt darfst du wieder. Wow, danke. Sorry. So ein richtiger Lehrling komme ich mir vor, ihr. Ich hab einen Hexer gefunden. Ihr braucht ja fast gar kein Siliermittel. Nee. Dabei hätten wir genug, ne, aber... Ich weiß nicht, welcher wahnsinnige Mensch so viel Verliermittel eingekauft hat. Das, du sagst es richtig. Der Wahnsinnigste, den wir finden konnten, hat es gemacht. Paul! Nee, Paul war nicht da. Doch, der war an dem Tag da. Achso. Aber ich war es nicht. Paul kauft mit Hirn, mit Kopf, weißt du, der drückt nicht einfach drauf, weil es gerade witzig ist, sondern der kauft das, wie viel könnte man brauchen, ne, und dann... Pi mal Auge mal 2 und dann passt das. Aber du. Pi mal Auge mal 2. Du hast ja den Metroblick wieder drauf gehabt. Es reicht erstmal für eine Weile. Ja, das ist das Metro-Prinzip. Das ist dieses Prinzip, Fall. Ne, es kommen schlechte Zeiten hier. Wenn noch ein Lockdown kommt, meinst du? Dann haben wir wenigstens da. War das Lager voll? Hast du nicht abgeleert? Was doch. Machst du denn? Der lädt nicht ab, weil ich nicht Rohrgas runter mache. Wie tust du denn hier? Sag mal. Ich der lädt sonst nicht über. Ich bin... Ist unser Lager voll, warte mal. Könnte voll sein, ansonsten Haupthof. Ja. Ich fahr dann wieder. Oh ja, 450. Komm mit 74% an hier. Ja, warum hast du auch nicht früher drauf geguckt? Ich fahr innansichtig, ich hab nicht geguckt. Innen- oder Außenansicht hat da keine großen Unterschiede. Doch. Vollen Anhänger siehst du schon. Ja, aber die Anzeige recht unten siehst du auch in der Innenansicht. Nee, die war bloß rauszureden. Die war verdeckt, da waren Post-it drüber. Sachen am rechten, am Monitor, also das. Post-it. Du bist ja so 1995, ey. Ja, was machst du denn auf Mülltim draufschreiben oder was? Natürlich. Ja, ja. Deswegen brauchst du auch immer einen neuen. Und T-Bex. T-Bex. Boah. Auf dem Bildschirm.
5 cm T-Rex übereinander, genau, wenn da drüber geschrieben wird. Schön abspachteln dann. Mm. Deswegen braucht ihr jetzt mal einen neuen Monitor. Das ist so natürlicher Sonnenschutz ringsrum. Oh Gott. Das T-Rex aufgekleistert. Oh, oh je, oh je. Oh Mann. Buddy? Ja? Ich wollte da rausfahren. Ja, dann mach doch. Du stehst im Weg. Das ist mir prinzipiell erstmal egal. Wunderbar, damit sind wir auch wieder fertig für heute, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gerne am Freitag wieder zu weiteren 2 Folgen hier auf der Hof Bergmann. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.